Hey Internetleitner, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Medieval 2 Total War aus dem Jahre 2006, entwickelt von Creative Assembly in Horsham, England und herausgegeben von Sega in Tokyo, Japan. Okay, alles klar, ich hoffe, ihr habt relaxtes Licht an und was zu essen und zu trinken dabei und bewegt euch in eine horizontale Position und setzt die Kopfhörer auf, denn das macht immer am meisten Bock hier bei dem Spiel. Mit den ganzen Ambience, Sound und auch dem netten Musikuntermalung im Hintergrund. Okay, und der letzte Part war ja nur uns von Rebellen befreien, die sich hier oben aus irgendeinem Grund wieder mal in Angers festgesetzt haben. Die Truppen, die ich dabei verloren habe, sind auch schon fast wieder fortgebildet. Und es gibt natürlich noch eine Rebellenarmee, die schon etwas länger hier ist. Das ist in dort, also in Toulouse. Toulouse. Und ich habe immer natürlich zwei Rebellenarmeen jetzt hier an meinen Grenzen gehabt. Das sind beides Male, glaube ich, jawohl, Armeen des Heiligen Römischen Reiches gewesen, die hier einfach, die einfach keinen Bock mehr hatten, für das Heilige Römische Reich zu kämpfen, so wie hier auch einer ist. Hellebarden-Miliz. Wo kann ich die mal kaufen? Ich habe doch eben meine Typen alle in Bewegung gesetzt, glaube ich, ne? Nur wohin? Da ist einer meiner. Oh, ob das ginge? Das will ich mal testen. Nennt euren Preis und eure Forderung. Mal versuchen wir es mal. Und was kann ich dazu tun, bitte? Nicht ganz akzeptiert. Vielleicht verstehe ich das Ganze auch einfach nur nicht. Wo kann ich hier bitte noch Geld reinschmeißen? Geht nicht, ne? Ja, nee, will er nicht, glaube ich. Ist mir auch egal. Nur ein bisschen was vertan. Ist nicht so schlimm. Also, die waren nicht so gut. Den wollte ich, glaube ich, nach hier unten bringen. Irgendwo, denke ich. Das gucke ich mir gleich mal an. Also, es ist erstmal furchtbar viel passiert hier. Und das kann ich auch sehen. Weil mein aktueller König ist nur ein Pseudo-König. Ein Puppetier-König sozusagen. Und ich... Wir schaffen solche Hofintrigen irgendwie immer... ihn dazu zu bringen, sein aktuelles Heiratsversprechen. Er wird niemals eine Frau bekommen, denn da passiert aber auch was. Stellt euch irgendwas vor, keine Ahnung. Die Frau erleidet immer Unfälle auf dem Weg dahin. Oder wird gerade geraubt. Wir sorgen schon dafür im Hofstaate, dass unglücklicherweise alle seine Frauen, die er vorgestellt bekommt, nicht mit ihm verheiratet werden können. Oh mein Gott, was sind das hier für eine Armee? Okay, die Mailänder lassen auch, die werden niemals aufhören, glaube ich, mir gegenüber hier was zu machen. Oh, da ist ein Papststaatenarmee. Natürlich, und der geht schon direkt mit auf den Kreuzzug, was? Alter. Ja, und es gibt einen Kreuzzug. Ja, Leute, Okay, alles klar. Siedlung belagert. Also, ich versuche mal wieder mein Dings durchzuziehen, meine Sache. Die Bibel mag den Frieden predigen, doch wenn das Christentum an sich in Gefahr ist, ist es eines jeden Christen Pflicht, alles Heilige zu verteidigen. Seine Heiligkeit der Papst hat einen Kreuzzug ausgerufen, das gelobte Land von den Ungläubigen zurückzuerobern, die christlichen Pilgern die Reise zu den heiligen Orten verweigern. Die Armeen des Christentums müssen endlich ihre Differenzen beilegen und sich unter einem Banner vereinen, dem Zeichen des Kreuzes, Gottes Kindern zurückzugeben, was rechtmäßig ihr ist, oder bei dem Versuch zu sterben. Okay, wir müssen 10 Runden einer Armee aufstellen, um euch den Kreuzzug anzuschließen. Das heißt, wir hätten tatsächlich noch was Zeit. Ich muss jetzt nicht direkt machen. Soll ich mir was Zeit lassen? Ich muss noch 6 Runden lang, darf ich Spanien angreifen? Und ich habe auch noch eine kleine Mission hier. 9 Runden lang habe ich Zeit, um für 3 Runden die Toledo, einen spanischen Hafen, also den Hafen einer spanischen Region, namens Toledo, zu blockieren. Und das reicht ja, wenn ich 6 Runden hier warte und noch 9 Runden Zeit habe, kann ich nach dem Ablaufen der Papstmission Frieden zu haben mit den Spaniern, direkt danach losziehen, um deren Hafen zu blockieren. Schließen. Okay, weiter. Rundenbericht. Ich habe wieder Geld gemacht. Oh, die Papstschatten, das habe ich schon gesehen, die haben sich ihm angeschlossen. Jawohl, das wusste ich. Cooles Bild auf jeden Fall hier.
Oh ja, und was ich mir auch gedacht habe, ich würde ja furchtbar gerne einen Ritterorden haben. Und ich glaube, es gibt die Johanniter, es gibt die Templer natürlich, und ich glaube, es gab sogar noch einen, aber das habe ich jetzt gerade vergessen. Die eher im Spanischen beheimatet sind, glaube ich. Aber egal. Und die Templer würde ich super finden, wenn die bei mir ein Gildenhaus in einer meiner Städte oder in einer meiner Burgen aufbauen wollten. Allerdings ist dafür nötig, ich glaube, eine Sache, die das triggert, ist, dass man teilnimmt an einem Kreuzzug. Und das werde ich machen. Ja, das ist jetzt schon, glaube ich, die dritte Nachricht. Verbessertes Ansehen und eine Belohnung in Höhe von 500 Gold. Na super, vielen Dank, Papst. Ereignis eine Weite. Oh, Alison, ein neues Familienmitglied. Wo? Bei wem? Junge oder Mädchen? Alison, ein Mädchen. Und zwar bei Gauthier. Das ist der zweite Spross der Hauptnachkommenslinie. Boah, ich muss mal ordentliche Namen dafür verlangen. Henri hat ein weiteres Merkmal erlangt. Ritterliche Herrschaft. Ich glaube, der hat bestimmt gerade eine Kirche gebaut, nehme ich an. Das werden wir gleich rausfinden. Nämlich jetzt im Baubericht. Alison und die Kirche. Jawohl, fantastisch. Monsieur Henri. Wird es Zeit für jetzt schon zur Stadt? Nee, wir machen noch die beiden Sachen hier weiter, glaube ich. Zumindest die Minen noch. Das kann Henri noch übernehmen. Und dann habe ich schon wieder eine neue Idee, was Henri machen soll. Marseille, endlich. Pflasterstraßen. Jetzt kann hier mal richtig cool schneller hin und her bewegt werden. Hoffe ich mal. Wir gucken, was machen wir weiter? Ich möchte gerne in Marseille. Eigentlich, am liebsten würde ich hier natürlich gerne dieses Dingens anziehen. Eine Dingensgilde, eine Händlergilde. Und dafür werde ich mir erlauben, vor allem erstmal alle Handelsgebäude weiterzubauen. Ja, muss wohl so sein, glaube ich. Alles andere muss jetzt mal zurückstehen dafür einfach. Das ist doch hier mein René de Toulouse. Das ist der Waffenbruder meines aktuellen Königs. Jawohl. So, was habe ich denn noch? Die beiden Sachen habe ich gemacht. Rickettingsbericht. Marseille Herrschenkaufmann. Ajaccio wurde fortgebildet noch. Ich hoffe, das war das Letzte, was ich da hätte fortbilden müssen. Sieht so aus. Ist alles super, ist alles voll. Und wir haben dann noch... was hatte ich denn noch gehabt? Lass mich sehen. Kong natürlich. Jawohl, Kong hat auch wieder vieles fortgebildet. Okay, dann einfach mal schneller. Es fehlt nicht mehr viel, ich muss jetzt nur noch mal dran denken, die ganzen einzelnen diplomatischen Formationen. Papst starten mit Mauren. Krieg, ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist voll interessant. Hier fährt eine ganz kleine, süße Papststaaten-Flotte. Einfach mal quer durchs westliche Mittelmeer. Mit zwei. Hammermäßig. Mit zwei Kampfeinheiten drauf. Rüber in, auf zur Iberischen Halbinsel. Und ich vermute mal, die werden ziemlich bald, ziemlich schnell versenkt werden von den Mauren. Mich wundert gerade, mit wem haben die Mauren eigentlich noch als Stress? Mit Portugal und den Papststaaten. Okay, und wir hatten hier ja auch eigentlich mal eine maurische Armee des, wie nennt man das nochmal? Dschihad. Wo ist denn die hingelatscht? Warum sehe ich die nicht mehr? Hat die sich aufgelöst? Ist sie irgendwo hier schon verschwunden? Sind die schon so weit gekommen? Die war auf jeden Fall auf meinem Gebiet nochmal da. Oder ist hier gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr? Egal, haben wir alles? Okay, dann mal, hoffentlich kriege ich mal ein bisschen was hin, nochmal schneller, ein bisschen. Und dann werde ich jetzt gucken, dass ich nochmal eben alle meine Einheiten durchgehe. Ist mir immer wichtig, meine Agenten auch zu bewegen, weil die sind halt tatsächlich auch Teil des... der Manipulationen, die einem selber offen stehen. Gut, wir sind hier bei 94%. Du bleibst noch da. Hast hier nur zwei leider und wirst das weiterbringen auf... Machen wir mal als neue Grenze 96%, ja? Okay. Damit wir über 95% drüber sind. Loire de Long in Bern. Bern wird auch gerade von mir ziemlich stramm hochgepimpt. Die sind schon bei 90% im Moment. Da sind auch zwei sehr gute Priester von mir drin. Und ich habe einen Kardinal, der müsste in Angers ist er. Und das wird auch bald zu über 95%, also machen wir 96% daraus. Ich habe so viele Händler wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wird irgendwann noch schwer, richtig dann nochmal ein bisschen durchzublicken. Ich bin bereit zu handeln. Er braucht noch das Trade rechtlich geschickt. Dann kann ich ihn wieder losschicken, um in meinem Mutterland erstmal sich hochzupimpen in Bezug auf Monopolistentum. Und das mal in Erfahrung zu bringen. Bereit zu handeln. Da habe ich einen sehr guten. Und da würde ich nochmal eben gucken.
der handelt momentan für 764 pro Runde mit Seide. Und hier ist leider die Seide etwas billiger. Ich würde gerne mal gucken, ob es hier nicht irgendwo einen Händler gibt, den ich mir noch schnappen kann. Bin unterwegs. Aber ich will nicht zu weit wegrennen, weil ich tatsächlich dann lieber die Runde beende mit der Seide. Bin unterwegs. Okay, kann so bleiben. Diese Ressource zurück nach Frankreich, Konstantinopel, also dem Byzantinischen Reich, geht's aber schon gut, oder? Okay, das war Udin d'Orléans. Wie alt ist er eigentlich? Inzwischen 49 erst und der ist ein 10er Händler. Was sagt der Text? Eine berüchtigte Ein-Mann-Finanzmacht. Jawohl, der muss so reich sein, der Typ. Hier, François Jeannin. 58 leider schon. Und der hat immerhin jetzt auch schon seine 9 Punkte weg. Und wir suchen neue Opfer, bitte. Hier muss es irgendwo Opfer für mich geben. D'accord. D'accord, bin unterwegs. Nur 40%. Pass auf, ich werde das jetzt mal wagen. Ich will den Typen am liebsten raushauen. Obwohl, das ist so schade, sowas hier wegzumachen, ne? Und wir haben ja eigentlich auch schon wieder den nächsten, der sich auch hochpimpen kann. Das haut einfach nicht hin. Wie alt ist er denn? 48. Der wird mir noch so lange hier nerven. Soll ich es wagen mit 40%? Ich verliere vermutlich nur meinen Kaufmann, meinen guten. Nee, komm. Kaufmann, bleib hier. Sieh zu, dass du nach da oben gehst. Und hol einfach hier 492 Gulden pro Runde. Ist doch auch schick. Hier waren noch Sklaven irgendwo, glaube ich. Ah ja, das waren die Sklaven hier natürlich. Und es gab noch hier mal Felle und hier auch nochmal Bernstein dazwischen. 429. Wir können auch direkt hier die 429 holen. Da ist etwas weniger. Komm, begnügen wir uns damit. Das würden wir sowieso nicht schaffen. Wir würden ihn nur verlieren und 429 Gulden pro Runde verlieren. Und der befindet sich ja gerade in der Region Antwerpen, ist das nicht wahr? Kann ich das nicht rausfinden, Antwerpen da? Nein, du sollst bis nach darin. Mach dir ein schönes Leben da oben in Skandinavien und wird schon alles gut werden. Hier ist jetzt einer, der aber wieder was reißen darf, bald mal. Und da kommt auch schon ein Opfer, sehe ich da. Haha, was ist denn das für einer? Ein dänischer Kaufmann. Fantastisch. Wir müssten besser sein als der. Ja, wir sind schon viel besser. Ein Opfer. Hallo? Ich habe 37.864. Jetzt habe ich 38.864. Also 1000 habe ich bekommen. Dadurch, dass ich diesen gegnerischen Kaufmann finanziell ruiniert habe und sein Geschäft übernommen habe. Ich habe mir auch gedacht, ich lasse jetzt mal einen von denen. Ach, der ist schon gut, aber ich werde trotzdem mal einen guten bei mir drin lassen. Damit der auch meine schwachen Händler, die sich noch aufpimpen müssen, beschützen kann, sozusagen. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Und das kann jetzt Rolle de Grasse erledigen. Der ist gerade erst 40 Jahre alt. Kann noch zwei Teile dazu erlernen, aber ist in Ordnung. So wird er bleiben und er wird das machen für mich. Der beschützt meine Händler, die noch alle lernen müssen. Okay, dann haben wir Roland de Roch. Der ist gerade dabei, in die Lehre zu gehen. Gibt es hier irgendwo gegnerische Kaufmänner, die ich übersehen habe, die mir gefährlich werden können? Ich sehe gerade keinen. No. Nada, niente. Also, mach dich auf den Weg. Du hast schon angefangen, du bist Kapitalist. Aber dieser Trade bringt bis zu 3 Punkte und das müssen wir weiter verfolgen. Das war also gerade Roland, nicht wahr? Jetzt kommt Laurentin de Lune. Der wird auch bald das Kapitalisten-Trade sich holen. Und Junien de Paris. Meine Güte. Ah ja, den könnte ich eigentlich mal rüberbringen. Ah ja, da gibt es ja jetzt noch nichts mehr, ne? Mit Kenti Bräuche. Der muss erstmal Kenti Bräuche lernen. Was kann ich denn hier machen? Junien de Paris. Wohin bringe ich dich denn, Junge? Das war immer ganz nett, glaube ich, ne? Aber ist zu weit weg. Der soll schon schön in der Nähe bleiben. Komm, mach mal auch mal hier auf den Wein ein. Und wir bauen ja auch schon wieder einen neuen, glaube ich, in Marseille. Jawohl, einen neuen Kaufmann. Sonst brauche ich hier hoffentlich nichts, ne? No. Okay. Ey, das dauert immer inzwischen so viel, so lange mit meinen ganzen Einheiten hier und ich gebe mir auch mal Mühe und mache das alles.
Okay, dich wollte ich, glaube ich, nach Spanien schicken. Du bist ja ein ganz schlechter Diplomat, aber ich brauche keinen Diplomaten, einen guten Diplomaten für die Spanier. Dann habe ich Guillermo de Vesc. Du bist in da und du solltest zum Heiligen Römischen Reich gehen, weil das tatsächlich einer meiner liebsten und wichtigsten Verbündeten ist und du bist ziemlich gut da drin. Und Conrad de Marseille, Region Florenz, um immer wieder mal wieder mit dem Papst ein bisschen zu reden, das ist auch nicht so schlecht. Wie stehe ich eigentlich da gerade? Wie ist mein Standing beim Papst? Ja, immer noch ganz gut, auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Vielleicht ist ja hier die maurische Armee gerade. Diese maurische Dschihad-Armee kann ich hier irgendwann nochmal finden. Sieht aber nicht so aus. Ne, nur hammermäßig heftige venezianische Armeen. Alter, dem möchte ich doch gar nicht begegnen. Balkanbogenschützen, slawische Söldner. Verdammte. Ah, die sind aber schwach. Die sind aber schwach. Okay, bleib aber hier in der Nähe des Papstes und in Norditalien. Das ist schon alles ganz schick. Conrad de Marseille. Gut, dann habe ich hier... Oh ja, jetzt kommen noch meine üblen, die dunklen Geschäfte. Es gibt noch einen, Geoffroy Legris. Du bist auch so schlecht, du kannst aber schon weitergehen und bei den Mauren mal ein bisschen das machen. Jetzt kommen die dunklen Machenschaften, die ich auch am Laufen habe. Odo, der Mörder. Gibt es auf dem Weg nach oben schon mal ein lohnendes Ziel? Ein englischer Diplomat? Oh, ist ja gut. Nur 40%, den will ich auch gar nicht mehr angreifen. Schon gut. Dann würde ich mal vorschlagen, mache ich vielleicht hier ein bisschen was, die spanische Festung hier unten. Soll ich das machen? Jo, egal. Also, mach da mal irgendwas. Ich glaube, der kann nur noch wachsen mit seinem Trade, indem ich auf Saboteurschiene gehe. Da hat er nur plus 1. Attentäter also plus 4 und kaltblütiger Mörder plus 1 Agententalent. Ah, da könnt ihr vielleicht auch noch was bekommen, ne? Egal. Und Lucas Véran. Oh ja, den habe ich einfach mal losgeschickt, um mir mal ein bisschen aufzuklären. Ich wollte mir mal Sizilien angucken. Und noch ein, und zwar Blanche de Provence. Irgendwo gegnerischer Händler? No. Okay, alles klar. So, damit habe ich das alles geschafft. Mach du mal weg hier bitte. Und jetzt ist der Part schon wieder fast zu Ende. Was mache ich denn jetzt noch? Ja, es gibt noch ein, zwei Sachen, waren da glaube ich. Erstmal du. Oh, wir haben eine schöne Bewegungsreichweite jetzt hier. Ich möchte die wieder euch unten zuführen. Können wir schon wieder 9 rekrutieren eigentlich? No. Können wir die mal alle ein bisschen besser sortieren, bitte? Yes. Okay, sieht gut aus. Wieder alles vollzählig. So wie es sein muss. Und dann möchte ich gerne, dass du, König, mal weiterziehst und vielleicht diese Einheiten schon mal hier runterbringst, denn das nächste Ziel muss einfach mal die Iberische Halbinsel sein. Ich will da einfach mal aufräumen. Wäre mir ganz lieb, wenn ich das hinbekäme. Auf dem Weg können wir, glaube ich, noch diese Rebellenarmee mal wegschlagen. Jawohl, so machen wir es. Und dann haben wir auch, glaube ich, kaum Rebellen, außer diese beiden Riesenarmeen hier an der Grenze zu Mailand und an der Grenze zum Heiligen Römischen Reich, die aber da stehen bleiben dürfen, weil mir das auch einen gewissen Schutz vor diesen beiden Fraktionen bringt. Denn die müssen sich da auch erstmal durchkämpfen, wenn die mich angreifen wollen. So, und es ist leider nicht viel passiert. Ja, der Kreuzzug. Ja, was mache ich damit? Ich werde mich dem Kreuzzug natürlich anschließen. Ich habe aber noch Zeit, 9 Runden, bis ich das machen muss. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich werde tatsächlich warten. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne den aktuellen Erben losschicken dafür. Ja, das wird mir echt Freude bereiten, glaube ich. Und der hat ja schon einen Sohn. Und ist auch nicht so schlimm, wenn er selber drauf gehen würde. Der soll natürlich überleben, um jeden Preis. Vielleicht gebe ich ihm seinen eigenen Waffenbruder auch mit dafür, damit er sich notfalls in die Breche haut und ihn immer beschützt. Also dann habe ich 2 Generalseinheiten. Und das soll mir auch helfen, dass ich dann später mal natürlich hier diese Dinge zukomme. Die Tempelritter. Ich weiß nicht ganz, ob ich ihm bis dahin noch all das hier fortbilden lassen soll.
Das sind nochmal 3 Runden und nochmal 4 Runden. Ich habe ja nur 9 Runden Zeit, mich dem anzuschließen. Ne? Das dauert schon 2 Runden. Ich würde aber sagen, dass ich... obwohl, ich muss das alles nicht bauen, glaube ich. Vielleicht erspare ich mir das. Prinz Gyo zieht einfach direkt los und kümmert sich darum. Lass mir ihm was für die Rückkehr wieder. Ah, sicher bin ich mir nicht. Ich würde gerne, aber ich möchte, dass er teilnimmt, weil die bekommen super was heftig zu ihren Stats, wenn die nämlich an so einem Kreuzzug teilnehmen. Okay, dann war es das doch. Ah ja, hier, vielleicht mal meine Flotte bewegen. Ich kann echt nicht tiefer vordringen, ne? Aber die Hulk, vielleicht kann die alleine auch nicht tiefer vordringen. Ich glaube, ich brauche erst die Entdeckergelder, damit ich tatsächlich in die tieferen Gefilde hier vordringen kann. Ja, das ist heftig. Hätte ich immer lang angenommen, die Entdeckergelder eben. Dann können wir auch wieder zurückgehen und... Naja, ich darf die Spanier nicht angreifen. Aber dann kann ich die Hulk schon mal wieder zurück nach Korn schicken, damit der hier die Hulk wieder aufgepimpt werden kann. Oder ich lasse sie hier und Pamplona wird auch bald nächste Runde schon eine Festung werden. Dann kann ich auch hier einen Schiffbauer hinbauen. Fragen über Fragen, alles nicht einfach, keine Antworten, der Part ist schon lang genug, wird jetzt bald zu Ende gehen, wird jetzt zu Ende gehen. Ich habe mich schon gesehen, ich wünsche dir einen schönen Abend, wieder nur gelabert und kaum was getan. Was für einen Kampf wird es geben? Ah ja, nächsten Part. Ausfall oder lieber eine Belagerung mal zulassen? Wenn ich wüsste, dass das für Einheiten sind. Der Fehler der Perno, die exotische Waren im Angebot? Der stört mich hier sowas von. Ihr habt dein Ziel im Sinn, oui. Okay, Ausfall oder nicht Ausfall? Lieber ein Ausfall? Ich bin für einen Ausfall, oder? Andererseits ist so eine Belagerung auch immer lustig. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Andererseits wiederum habe ich mehr Kontrolle, wenn ich einen Ausfall mache. Okay, das ist eine Frage, die Spannung bleibt erhalten. Ich mache einen Cliffhanger draus und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Da wird es auf jeden Fall dann als erstes die Schlacht geben gegen die Mailänder, um meine Burg Ajaccio auf Korsika wieder zu befreien von der Belagerung und direkt meine Einheiten wieder hochbauen zu können nach der Schlacht dann. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen, schönen Abend, macht's gut, Internet, bye.